Okay, dann spielen wir doch. Bitte, bitte, bitte Stream pausieren, während wir spielen. Oder halt im Hintergrund laufen lassen. Nur ohne Ton. Hä? Wieso? Willst du doch nicht. Okay. Wird freigeschaltet, sobald ihr mit einer Klasse Stufe 20 erreicht habt. Ah! Jetzt doch. Ja, die Postboten sind permanent im Stress. Das kommt vor. Achso, ich dachte, die sind immer schuld. Zeig mal, wie das geht mit den Decks. Verklickt. Inkubus, ich dachte, du hast es schon gefunden. Pausiere jetzt. Ja, passt. Anduin gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Das Licht wird den Sieg bringen. Die sind ein bisschen heftig. Die will ich nicht schon jetzt haben. Wirkt 6 Zauber? Was? Die nicht zu Beginn in eurem Deck waren. Belohnung, Zeitkrümmung. Öffnet das Portal. Okay. Seid ihr mein Meister. So. Das ist doch eigentlich auch ein schöner erster Move. Ah, oh, das sieht ja cool aus. Der Kartenrücken ist schön. Ach so, ich könnte die auch schon wieder nehmen. Tinkt mit mir. Bevor sie stirbt, ich brauche die nämlich noch. Machen wir es so. Seid ihr mein Meister? Das will ich nicht auf den. Ich liebe die Musik von dem Spiel, die ist super. Das Ende da! Was machen wir denn da? Ist ein bisschen risky und ich kann sie eh nicht gleich heilen. Das will ich nicht machen. Ah! Na gut. Kennt ihr den geheimen Händedruck? Geht's hier lang? Ja. Hallo, Nestra. Ihr kommt mir bekannt vor. Das fand ich jetzt aber nicht nett. Das fand ich jetzt wirklich nicht nett. Einfach meine gute Karte hier kaputt machen. Und dann so einen Scheiß ausspielen. Ihr seid ja nicht willkommen. Schauen wir mal. Was ist denn dieses Ausrufezeichen eigentlich über dem Kopf? Zeitkrümmung gewährt einen zusätzlichen Zug. Aber was hat denn der alles für Zeug? Ich komme da gerade gar nicht mit. Das ist schon High Hearthstone. Jetzt hätte ich sie nochmal. Ich traue mich gerade nicht. Ha!
Jetzt muss ich mir das mal kurz anschauen. Also, gewährt einen zusätzlichen Zug Zeitkrümmung. Öffnet das Portal Quest. Wirkt 6 Zauber, die nicht zu Beginn in eurem Deck waren. Also, die kriegt ihr irgendwie anders. Belohnung, Zeitkrümmung. Und die Zeitkrümmung gewährt dann einen zusätzlichen Zug, aber nur einmal, oder wie? Das sollte ich mir gründlich überlegen. Bleibt verborgen, bleibt verborgen. Achte mal auf den Kartentext bei dem 07er. Hier ist kein 07er. Ich muss mich schnell entscheiden. Quest? Das sollte ich mir gründlich okay. Lass die Schmerzen sprechen. Der war da vorher, ja, aber den habe ich doch schon platt gemacht. Glaube ich. Oder ist der irgendwie anders verschwunden? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe bei dem nämlich gerade nicht aufgepasst. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe bei dem gerade wirklich nicht aufgepasst. Jedes Mal plus 1, wenn ein Diener stirbt. Das können wir mal machen. Da sind nämlich gerade sehr viele Diener. Diener. Ja, ich ziehe noch eine Karte. Ist jemand verletzt? Ich hoffe, das waren gute Entscheidungen. Okay. Da muss man gerade so aufpassen. Der hat so viele Sachen. Da liegen, die irgendwas können. Das ist krass. Ich wusste nicht mal, dass es so viel gibt. Der sagt, am Anfang deines nächsten Zuges werden alle Kreaturen zerstört. Ja, und auf den habe ich nicht geachtet, weil ich dachte, ach, ist ja nur 07er. Kacke, ne? Ich spiele jetzt seit dieser Woche, Natter. In meinen letzten Dingern stand auch noch drin, Noob-Shiva. Anfänger und so. Das ist mein erstes selbstgebautes Deck, was ich jetzt gerade spiele. Also jetzt, ich glaube, der dritte Tag oder so, wo ich es spiele. Wie cute. Hallo, Asmodeus. Ist jemand verletzt? Heilen. Ich hab mich doch geheilt. Ihr wollt einen Zauber wirken? Das will ich auch. Da ist doch Musik. Hört ihr die gar nicht, oder wie? Dun, 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 dun. Ich weiß, dass ich meine Diener heilen muss, damit der zündet. Deswegen habe ich den ja drin. Ich habe mir doch was gedacht, als ich das Deck gebaut habe. Oh, sag mir nicht, wie mein Deck zu laufen hat hier. Nur weil ich was vergesse, heißt es nicht, dass ich es nicht weiß. Nein, ich wollte mich gerade heilen. Mir ist es manchmal wichtiger, mich zu heilen, weil ich Angst habe, dass ich sonst sterbe. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Weil will ich gerade eine Karte oder will ich leben, denke ich mir halt dann. Weißt du? Der Frostwolf-Clan ist bereit. Das ist halt dann das.
Schild für Argus. Das war's. Dieser Diener wird in der Nähe. Ach, der kann ja noch gar nicht angreifen. Ach so, du meintest nicht gesandt. Gestern, wo du gespielt hast, nicht gestreamt, hast du meine Duellanfrage abgelehnt. Ja, weil ich da nicht gegeneinander spielen wollte, sondern da wollte ich nur testen. Da habe ich nämlich versucht, gegen den Schamanen mal zu spielen und so einfach ein bisschen auszutesten. Da wollte ich gerade gar nicht irgendwo richtige Spiele in Anführungszeichen spielen. Ja, ich habe mir ein Zetun-Deck gebaut. Mit Heilen und so. Ja, aber der andere Effekt für deinen Großen braucht das auch. Andere Effekt für meinen Großen. Ja, ich weiß, Inkubus, habe ich gesehen, dass du zugeguckt hast. War aber nicht so spannend, weil ich nur ausgetestet habe. Weil ich schauen wollte, wie das Deck läuft und so. Und was dieser Schamane macht für Angriffe, wollte ich wissen. Genau. Okay. Seid ihr mein Meister? Seid ihr mein Ach, Meister? Ach nö. Nerv halt. Jetzt muss ich mal gucken. Sofort. Sofort. Ich habe gerade so viele, ich weiß gar nicht, welche schon angegriffen haben und welche nicht. Wen kann ich denn überhaupt heilen? Die kann ich heilen. So, jetzt bekomme ich ein paar Karten. Und ein paar Punkte für meinen Zetun. Schnell entscheiden. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon was bringt. Auf in die Bresche. Nein! Kacke. Okay. Ja, aber war trotzdem nicht schlecht. Ah! Oh, ich habe mir gar keine Mühe gegeben. Danke! Das war echt so... Ich habe einfach nur mal ausgespielt und geguckt, was da so passiert. Aber das ist halt, es freut mich, weil das heißt, dass das Deck halt echt ganz gut läuft. Zum Glück nur der Frostschild. Ach, gibt's da... Ach Gott. Da gibt's noch mehr. Das war doch jetzt sehr erfreulich, oder? Oh, das nicht. Muss ich echt aufpassen. Hat er nicht. Hat er. Aber welchen? Jeder Spieler zieht zwei Karten. Mehr macht er nicht mehr. Der hat Spott, aber hat keinen Angriffswert. Ich kill jetzt mal den. Weil der zumindest angreifen kann. Und dann heile ich... Heile Segen. Wen kann ich denn heilen? Welcher von denen ist nicht voll? 6, 7, der hat eigentlich 5, 5, plus 3, plus 2. Okay, den kann ich heilen. Ja, perfekt. Besser kann es gerade gar nicht laufen. Das ist ein bisschen blöd. Scheiße.
Scheiße, ey. Okay. Jetzt muss ich angreifen mit dem C-Tun. Jetzt muss ich einfach angreifen mit dem. Mit allem, was ich habe. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er die wieder alle eingefroren. Gott. Ich will jetzt eigentlich keine Karte mehr ziehen. Nicht, dass ich mich kille, wenn ich die benutze, ne? Ich habe zu viele Diener. Scheiße. Was passiert, wenn ich das mache? Jetzt ernsthaft? Ich weiß es nicht. Da kille ich mich jetzt selbst, oder? Ja. Ach, wie krass! Okay, wieder was gelernt. Ach, wie krass! Eure Diener halten euch für schwach. Das wird ja immer höher. Okay. Ja, gut, das kannte ich noch nicht. Minus 129. Das hört gar nicht mehr auf. Okay, also wenn abtritt, dann richtig, ne? Wie geil. Ach, wie lustig. Okay, das mache ich nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal so. Das machen wir anders. Das nächste Mal. Ja, das war richtig geil. Wow, das habe ich auch noch nicht gesehen. GG. Sau lustig, ey. Okay, das war nicht geplant. Aber jetzt weiß ich, was dann passiert. Okay. Ah, es ist witzig. So, ich habe wieder Einladungen. Stacy's Mom. Wer ist Stacy's Mom? RIP, ja. Super RIP, oder? Wenn man schon stirbt, dann so. Wer ist Stacy's Mom? Ich lese es jetzt nicht im Chat, deswegen frage ich. Aber es war sehr lustig. Weiß bedeutet Full Life und grün ist auch Full plus eben mit Bonus. Wenn die Zahlen rot sind, ist er nicht Full. Ah, okay. Ich dachte, ich muss da jetzt rechnen, weißt du? Effektivster Suizid, den ich je gesehen habe und ich spiele seit 1,5 Jahren. Na, siehst du mal, hast du ja noch nie mir zugeschaut. Sowas kann ich in jedem Spiel. Ich habe da ein Talent für. Der richtige Abgang mit Chibi. Ich sag's euch. Ah, lustig. Stacy ist Nata. Okay. Alles klar. Dann spiel mal. Ach, wie geil. Ich liebe mein Deck. Ich liebe mein Deck. Es ist so gut. Auch wenn es gegen mich arbeiten kann, ist es so gut. Aber jetzt weiß ich, wie man hier ein Deck tot stirbt. Ich meine, das ist ja eigentlich sogar netter als bei Magic. Da bist du ja sofort tot, wenn du keine Karte mehr ziehen kannst. Also so gesehen, hatte ich ja noch eine kleine Chance, sozusagen. Also, dieses Kartenzieh-Ding darf ich nicht zu krass machen. Nicht zu krass ausnutzen. Am Anfang und dann will ich die Karte eigentlich gar nicht mehr. Sonst sterbe ich.
Ja, Leute, schickt mir eine Einladung. Ansonsten spiele ich jetzt einfach mal random. Oder ich probiere mal den Warrior aus. Mal gucken. Eins davon irgendwie. Der Inkubus. Der Bursche. Schauen wir mal. Wollt der Klumpen nicht auch nochmal? Anduin gegen Valera. Seid auf der Hut. Das Licht wird den Sieg bringen. Den brauche ich nicht zweimal. Echt nicht. Den brauche ich nicht zweimal. Ja, am Anfang mag ich die ja, bis sie mich dann am Ende tötet. Licht an und aus. Ja, oder sie halt. Schurke. Schurke könnte ich auch machen. Ich finde, die sieht so cool aus. Und ich habe schon mal eine Runde mit der gespielt. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Könnte ich mir mit der noch ein Deck basteln. So, da fällt mir ein, ich habe vorhin noch einen Booster bekommen, ne? Muss ich mal gucken, was da drin ist. Ja. Sofort. Ich kann ja eigentlich nichts mal. Ich kann die nochmal. Ist jemand verletzt? Das war's. Ich weiß nie, ob das so klug ist, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich muss ja daraus lernen. Ja, ich komme danach auch nochmal. Hoffe, ich habe dann mehr Glück. Okay. Ja, ist der vorhin bei mir gesehen. Da habe ich auch nur Schmarrn auf der Hand gehabt. Das war echt furchtbar. Ha. Schauen wir mal, wie sich der so spielt. Ne? Das mache ich. Sofort. Die hätte ich gerne noch ein bisschen länger leben. Bis ich sie dann vielleicht nicht mehr will und in den Ofen verbrenne. Im Ofen verbrenne. In den Ofen schmeiße, wollte ich erst sagen. Und dann habe ich was ganz anderes gesagt. Ich mache es mal kurz ein bisschen heller nebenbei. Oh, ist es zu hell? Jetzt ist die weg. Was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich kurz nicht hingeguckt, weißt du. Bin ich überbelichtet? Nee, geht. Ach, hat sie mir wieder auf die Hand. Ist jemand verletzt? Hat er mir einfach mein Deck verlangsamen wollen hier? Also, Schnuffi, das geht aber nicht. Das war's. So. Ich brauche nicht mehr. Der Schaden, den sie sich zugefügt hat, reicht für 3 bis 4 Siege. Yeah. Oh, das war echt meins. Lustig. Alles meins. So gut einfach. Ich wollte wissen, was passiert. Ich habe mir echt gedacht, was passiert jetzt, wenn ich die spiele? Also ich habe mir schon gedacht, dass ich wahrscheinlich sterbe, aber ich wäre eh gestorben und ich wollte wissen, was die Karte macht einfach. Für Nasjata. Oh, zählt es nicht? Sofort. Hätte ich erst angreifen müssen. Dann greife ich jetzt den an. Das war's. Ich muss mir das mal merken, dass das dann nicht zählt. Es zählt nicht. Wenn der voll ist, kann ich ihn nicht heilen. Nur über meine untote Leiche. Deine untote Leiche. So, Paketmann oder Frau war jetzt da. Ich ändere das mal kurz. Ich liebe diese Karte. Ich liebe sie einfach. Sofort. Macht der mal ein bisschen Schaden? Dann kann ich die nämlich nächstes Mal heilen. Und eine Karte ziehen. So.
Aber ihr hört doch die Musik, oder? Also jetzt gerade ist gar keine, aber eigentlich läuft ja die ganze Zeit die Hearthstone-Musik. Mein Schild für Argus. Das fällt nicht ab, wenn der stirbt, gell? Aber ich mach's trotzdem noch. Soll ich zuschlagen? So. Sofort. Und so. Na sowas. Ihr seid ja nicht willkommen. So, dann kann der gleich sein Schwert schwingen. Sein Schwert schwingen. Bei bestimmten Leuten im Chat würde jetzt wieder einiges auf mich zukommen. Ey, nerv nicht hier, Inkubus. Das ist doch nicht dein Ernst. Von was soll ich die Kontrolle jetzt übernehmen? Ja, das könnte ich machen, aber der hat 5-5. Steppe an. Sollte ich mir gründlich überlegen? Nee. Ich mache erst sie. Das heilt jetzt zumindest mich. Das ist auch gut. Ich könnte sie jetzt nochmal spielen. Oder so machen. Mein Schild für Argus. Ich glaube, das war ganz gut. Ja, kaum sage ich, das ist der Ellie da. Das gibt's doch nicht. Schwertschwingen, Peniswitze. Du bist doof. Weißt du die ganze Zeit nicht. Und es ist immer so. Viel Spaß, mach sie fertig, Ellie. So klar. Oh Mann. Und jetzt ist er wieder weg. Wenn ich ihn dann schimpfen will, weißt du, dann ist er weg. Das ist ganz klar. So typisch. Fleischpeitsche. Übernehmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener. Ist jemand verletzt? Also 3 ist normal. Rot wäre nicht voll. Auf in die Bresche! Das bedeutet. Wo soll ich zuschlagen? Die 2 sind jetzt nicht mehr voll. Wenn ich jetzt sie hier spiele, bekomme ich eine Karte. Ja. Okay. Kennt ihr den geheimen Händedruck? Okay. Ciao, Alemanus. Eine lustige Runde. Oh. Ist nicht fair. Einfach so anzugreifen. Das geht aber nicht. Ich und Herr Beißerchen.
Wie will ich dich killen? Ich mach's. Noch nicht getroffen. Kennt es noch jemand? War ein schönes Spiel, Inkubus. Sehr schön. So, will noch jemand? Sonst würde ich, glaube ich, mir mal entweder den Warrior oder die Rote da, die Schurkin ansehen. Genau. Stimmt, der Klumpen wollte nochmal. Ach, und wieso Letty will auch? Okay. Kamst nicht zu deinem C tun. Ja, das ist halt das. Verbalus, es reicht, wenn du den Ton ausmachst und das im Hintergrund ist. Gegen Rexar. Deswegen, also ich habe mein Deck um ihn rum aufgebaut, weil. Wenn ich nur immer auf diese eine Karte warte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sterbe. Weil ich einfach ganz viele Karten brauche, die drumrum sozusagen sich aufbauen und mich beschützen, bis ich in der Lage bin, diese Karte zu spielen. Also das war jetzt so mein Gedanke hinter dem Deck. Das war's. Wieso ich jetzt eben auch nicht gestorben bin, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, siehst du mal, das ist eine scheiß Starthand. Da scheißt sie klug. Und dann hat sie eh eine scheiß Hand. Das ist leider wirklich eine doofe Starthand. Jetzt habe ich das Problem, was der Klumpus vorhin hatte. Der baut da schon auf und ich kann mich nur heilen. Aber gut, vielleicht, Nee. Ha, Klumpus, was mache ich denn da jetzt? Ich kann mich nur heilen. Ich habe absolut nichts auf der Hand. Jetzt kann ich ein paar Sachen spielen. Yay, okay. Grüße. Das war's. Möge das Licht euch verbrennen. Grüße. Ja, ja. Erstaunlich. Danke. Nicht ganz wie geplant. Ich kann die nochmal killen. Dann habe ich aber immer noch den blöden 2-7er da. Ah, 2-5. Schauen wir mal, was ich jetzt mache. Für Nasjata.
Seid ihr mein Meister? Ich habe noch 5. Ihr seid ja nicht willkommen. Schauen wir mal. Ich liebe diesen Drachen. Der macht das jede Runde mit dem Schwert. Das ist so krass. Hat jemand den Arzt gerufen? Der Voodoo-Doktor. Ich fliege! Kann sich nicht entscheiden. Vernichtet einen Gegner, ein Diener mit maximal 3 Angriff. Ach Gott, also erstmal würde ich den hier machen. Zweimal. Jetzt kommt sie. Letzte Warnung. Letzte so. Warnung. Der muss weg. Geht's hier lang? Der muss weg. Und Pokerface, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Dann würde ich sagen. Ach, scheiß drauf. Räumen wir komplett ab. Und spielen sie raus. Okay. Kill den Drachen oder du verlierst. So ist es auf niedrigen Rängen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Der Drache ist echt richtig stark. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aber es sieht für mich trotzdem gerade beschissen aus, weil ich eben nur noch 6 HP habe. Jetzt müssen wir mal gucken. Dass ich vielleicht dann gleich das hier noch spiele und das hier. Und mich dann irgendwie heile. Puh. Soll ich jetzt mich heilen oder sie, damit ich eine Karte bekomme? Das ist jetzt die Scheiße, echt. Warte mal. 4, 5. Also ich muss auf jeden Fall beide killen. Geht's hier lang? Ah! Ich muss eigentlich ihn heilen. Damit er 4... Nee, dann hat er immer noch 4. Eigentlich muss ich das so machen. Und so. Und dann kann ich ihn killen. Dann muss ich ihn killen. Dann kann ich noch angreifen. Und dann hoffe ich, dass ich nicht sterbe. Das war's. Spiel den Master Yi Verschnitt. Ja, den. Ja! Ich find's so gut, dass ich die Ratschläge immer erst danach lese, weil sonst würde ich ja voll cheaten. Also wegen dem Delay sehe ich's halt auch erst viel später. Das ist schon ganz, ganz praktisch dann. Aber jetzt bin ich trotzdem gestorben. Oh, schade. Aber war ein gutes Spiel. War voll spannend. Und dieses Mal ging es mir so. Ich habe ja 3 oder 4 Runden lang nichts machen können. Wie bei dir vorhin, Verbalus. Genau das gleiche eigentlich. Ist halt dann immer schade, weil dann läuft ja das Deck nicht richtig. Ja, bei dir war es jetzt viel besser, das stimmt.
Ja, die Starterhand, genau. Das habe ich gemeint. Geht's noch vom Licht? Ich glaube schon. Anduin gegen Malfurion. Ah, ein Druide. Ich muss die Wildnis schützen. Das Licht wird den Sieg bringen. Ja, den brauche ich jetzt echt noch nicht auf der Hand. Das andere behalte ich mal. Grüße. Jetzt habe ich nochmal die 10er-Karte bekommen. Ist jemand verletzt? Das war's. Grüße. Kann ich Bedarf würfeln? Die Frage. Nee, ich mach das. Und dann klopfen wir den gleich mal weg hier. Dann kann ich die nächstes Mal auch gleich wieder heilen. Oh, das ist auch eine schöne Hinterseite. Wie heißt denn das? Hinterseite. Schöner Kartenarsch. Das ist aber traurig. Ich spiele den. Seid ihr mein Meister. So. Inkubus, ich glaube zum einen, dass ich dafür echt nicht gut genug bin und Lass die Schmerzen sprechen. Wie soll man sagen? Also ich bin da, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner, um dich beim Deckbau zu beraten. Ich bin ja gerade am Anfang und habe jetzt gerade meins gemacht. Perfekt. Geht mit mir. Und muss ja selber mich erst ein bisschen da durchfuchsen. Und zum anderen schaffe ich das aber auch zeitlich gar nicht, da jetzt irgendwie so viel da rumzuhelfen. Also ich glaube, ich bin da einfach die falsche Person. Da bräuchtest du jemanden, der das Spiel schon kann. Weil ich sag wahrscheinlich auch total den Blödsinn und dann lernst du es falsch von mir. Kartenrücken, genau. Nicht Kartenarsch. Aber ich finde Kartenarsch irgendwie gut. Nur, Kartenarsch ist besser. Ja, sag ich doch. Kartenarsch ist super. Heute gibt's Kartenarsch. Ja, ich habe mir auch diese ganzen Guides angeschaut, wie der Verbalus jetzt eben sagt. Ich habe mich da ein bisschen durchgelesen. Lichtblick, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Siehst du, sagt mal Kartenarsch und dann kommen sie schon. Ach, ich habe die ja jetzt gar nicht mehr. Verdammt. Verleiht einem befreundeten Diener plus 3. Ich leg mal den hin. Herausforderung angenommen. Das ist schön. Das ist sehr erfreulich. Hey! Frisch das da einfach rüber und ich hätte fast das Falsche angeklickt, deswegen. Ja eben, es kommt doch auf deine Karten an und so. Und ich kenne ja die. Also bisher kenne ich ja vielleicht einen Bruchteil der Karten. Also, ich bin da keine Hilfe. Wenn ich da jetzt voll pro wäre oder so, dann wäre es vielleicht was anderes. Lass dich davon jemanden beraten, der sich auskennt. Oder lest dir eben so Guides durch. Ich frage mich, ob... Ich will das sehen. 3 Leben... Karte ziehen. Seid ihr mein Meister. Für die Horde. Geht's hier lang? Das war's. Ja. Ich
Ich bin zufrieden. Siehst du, du spielst es eh schon ganz anders als ich. Du versuchst erstmal alle Klassen auf Level 10 zu machen. Ich habe einfach... Ich habe das bei 3 Klassen gemacht und Mage und Priester hatten mir am besten gefallen. Deswegen bin ich jetzt einfach bei denen geblieben. Verleiht einem befreundeten Diener 3 Leben. Und ich wollte halt dann direkt richtig mit denen spielen, in Anführungszeichen. Für die Horde! Geht's hier lang? Okay. Hallo, MC. Guten Abend, die Dame. Und der Rest. Du bist ja richtig im Hearthstone-Fieber. Hab vielleicht noch ein Kartenspiel für dich außer Gwent, was du ja auch noch spielen möchtest, aber mega toll gemacht ist. Oh Gott, ich glaub, eins reicht erstmal. Aber danke. Aber komischerweise werden mir die 40 Gold... Komisch. Weiß auch nicht. Hands of Gods. Ach du, ich fuchs mich jetzt erstmal bei einem rein. Wenn ich da zu viel gleichzeitig mache, ist das, glaube ich, nicht so gut. Hm. 2 Leben. Schade, dass ich die heilen und Karte ziehen Karte gerade nicht habe. Da hätte das noch viel mehr gebracht. Aber gut, ist halt so jetzt. Geht halt nicht anders. Das bringt gar nichts. Da müssen echt beide drauf kloppen, damit es was bringt. Nerviger Kerl, hey. Der Wahnsinn. So, jetzt aber. Lalala. Oh, was ist das? Ein Elefant? Alter, Elumphant! Was macht der? Er Elumphantet. Ruft einen, er leuchtet grün. Feinde müssen diesen Diener angreifen. Ein Effekt tritt in Kraft, wenn die Karte ausgeht. Jeder Jagdgolem ist um 1 und 1 größer. Was größer als der vorherige? Das sollte ich mir gründlich überlegen. Für Nasiata. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe die falsche Karte gespielt, ich bin so blöd. Das geht gar nicht. Aber egal, so geht's ja auch. Erstmal Panik bekommen und dann feststellen, dass es eigentlich voll locker geht. Nein. Aber ich wollte eigentlich die andere Karte haben. Ja, egal. Heilen wir noch den. Okay. Mist, ich hab's nicht sehen können, aber ich glaube, es war Lady Jessie, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja, Lady Jessie, danke für dein Host. Dankeschön. Kann ich Bedarf würfeln? Ich könnte natürlich das Giftige spielen. Warte mal, 4, 8, 10, 12. Habe ich was, was Schaden schießt oder den stärker macht? Ja. Jetzt müsste es aufgehen, wenn ich mich nicht verzählt habe gerade. Yay! Danke, Lady Jessie. Schönes Spiel, IQ. Sehr schön. War richtig spannend. Oh, ich habe was bekommen. Gewinnt 10 Spiele im Modus Spielen. Maiv Schattensang. Gewinnt 10 Spiele. Und was kriege ich jetzt? Was ist das? Ist das ein Bild? Keine Erklärung. Keine Erklärung. Es ist einfach wieder weg. Möchte noch jemand spielen? Ich glaube, da war noch jemand, oder? Ja, Stacy's Mom. Nicht Stindlers Mom, sondern Stacy's Mom. Okay.
Hast du schon versucht, den Eisthron zu machen? Ja, ja, da bin ich schon die ganze Zeit dabei. Das ist ja das, was ich meinte, dass ich eben jetzt auch, wenn wir jetzt mit Community aufhören, dass ich dann eben auch noch schauen kann, Anduin. Aha. Einen Charakter zu nehmen, der eine Waffe hat. Denn ich bin nicht weitergekommen im Eisthron mit meinem derzeitigen Helden, leider. Ist ein neuer Held. Oh, cool. Ach, das ist nochmal der Schurke. Ach, da will ich aber dann lieber die Frau spielen. Die sieht cooler aus. Geht's noch mit dem Licht oder soll ich noch ein bisschen... soll ich es noch ein bisschen heller machen? Ich kann halt den spielen, aber den brauche ich später. Das ist totaler Blödsinn. Den spiele ich jetzt nicht. Noch sieht man dich. Ja, dann ist ja gut. Solange man mich noch sieht, ist alles okay. Ah, solange ich noch nicht untergehe. Ich glaube, ich spiele den. Den mag ich. Aber ich mag die eigentlich alle. Ich bin ein bisschen verliebt in mein Deck. Bis mich jetzt wahrscheinlich dann die Ersten, die es richtig können, total fertig machen. Also nicht, dass ihr es nicht konntet, aber da waren ja jetzt ein paar dabei, die extra ihr Anfängerdeck genommen haben zum Beispiel. Oder die genauso wie ich jetzt erst angefangen haben. Das habe ich damit gemeint. Oh Gott, nicht, dass ich hier irgendwie... Das ist gleich die Abos hagelt. Ist jemand verletzt? Alle beleidigt. Ich könnte den heilen. Genau. Darauf habe ich gewartet. Nein, nicht auf ein iPhone 8. Oh Gott. Da habe ich nicht die richtige Karte für. Da habe ich nicht das Level für. Sofort. Machen wir doch. Spott ist im Weg. Die immer mit ihrem Scheißspott. Die verspotten mich immer. Penis HS, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Okay. Jetzt hat er einfach wieder abgeräumt hier, ne? Den kann ich noch nicht spielen. Ich könnte die Nova spielen, aber so viel bringt sie mir gerade auch nicht. Aber mehr ist alles andere. Sie heilt mich und sie schadet dem Feind. Es ist eigentlich die beste Option, denke ich, im Moment. Ich hungere, ihr Lecker! Nee, aber mit Apple bist du bei mir sowieso an der falschen Adresse. Egal, um welches iPhone es sich handelt. Ich hatte schon immer Android und das wird auch, denke ich, so bleiben. Außer die machen irgendwas richtig Geiles. Was ich mir jetzt aber gerade auch nicht vorstellen kann. Also irgendwas, was, wo ich sage, ja, das muss ich haben, weil das so praktisch ist. Ah, für jeden anderen Diener. Ich habe keinen anderen. Jetzt muss ich den echt legen, weil ich sonst halt einfach die ganze Zeit nichts da liegen habe. Ich mach's mal kurz ein bisschen heller, wenn ich drankomme. Warte mal. Hilfe. Ich zerleg den halben Rollo. Aber er hängt noch. Ich muss ihn nur wieder einhaken. Er ist ein bisschen ausgehakt, leider. Das ist so doof. Was mache ich denn jetzt nur?
Ich weiß jetzt nicht, wie schlau das ist. Nee, das ist nicht schlau. Ich lasse es so. Aber das wird echt nix gerade. Das ist einfach eine Scheißrunde. Für mich. Für mich eine Scheißrunde. Ihr seid ja nicht willkommen. No, der hat auch den Drachen. Und so viel aufgebaut. Nee, jetzt muss ich was machen. Jetzt, kennt ihr den jetzt muss ich einfach hauen. Das ist jetzt die Frage. Ich muss irgendwie ganz schnell versuchen, den hier zu killen, damit ich den hier killen kann. Oh Gott. Unterwerft euren Willen der Kamale. Oh nein, was ist das? Ach du Scheiße. Der Kerl geht ab. Oder Frau? Stacy? Keine Ahnung, welches Geschlecht du hast. Aber du gehst ab. Das ist heftig gerade. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Vielleicht einen befreundeten Diener plus 3 Leben. Ich habe keinen befreundeten Diener. Naja, ich könnte so und da drauf... Und dann mal heile ich mich noch. Aber, nee. Natalie, bin eine Lady. Ah, okay. Hey, du darfst gar nicht zuhören, wenn wir zusammen spielen. Weil dann hörst du ja, dann hörst du ja alle meine strategischen Züge, ja? Was ich mir hier alles überlege, hörst du ja dann. Das ist ja klar, dass du dann gewinnst. Ah, tut mir leid für das Game. Du spielst für die ersten 3 Tage wirklich mega gut. Oh, danke. Das ist schön zu hören. Ich komme mir nämlich teilweise echt so vor, als wäre ich sehr schlecht. Vor allem sieht sie deine Karte. Ne, es kann ja sein, dass sie nur zuhört. Das weiß ich ja nicht. Aber das ist ja blöd, weil ich lese die Karten ja immer vor. Aber sie war auch viel besser. Also sie hätte auch gewonnen, wenn sie jetzt nicht zugehört hätte, denke ich mal. Also, sie schaut hier in die Karten. Ja, Natalie. Oh, Natalie, wir müssen irgendwann nochmal spielen. Dein Deck ist echt gut. Wie lange spielst du schon?